Hallo, es ist Herbst. Wir zeigen euch heute nämlich, wie wir Kastanien sammeln und daraus dann einen Devil Rock bauen. Ja, das hier sind Nussbäume, wie man sieht. Hier sind nämlich die Nüsse. Haselnuss, Walnuss, guck mal hier. Die sind aua, ne? Die tun einen weh. Wir befinden uns nämlich hier traditionell auf diesem wunderbaren Weg an der parkplatzreichsten Straße in ganz Frankfurt am Main. Parken ist hier wirklich eine Katastrophe. Ja, für so eine Großstadt ist das schon schlecht. Schon blöd, dass hier nicht mal ein Park-and-Ride-Parkplatz. Ja, nicht mal ein Parkhaus, das kostenpflichtig ist oder so. Es gibt einfach kaum Parkplätze hier in Frankfurt. Außer diese Straße hier. Ja, und die ist kostenlos. Aber heute Abend ist hier wieder richtig Chaos pur. Wir haben übrigens blauen Himmel mitgebracht, wie ihr da oben seht. Wir schätzen uns glücklich, wie gestern in Bonn. Es regnet noch nicht. Wir hoffen, dass sich das auch ein bisschen hält. Und wir werden die Herbstdippemesse in Frankfurt besuchen. Uiuiui, Nürnberg und Frankfurt, das sind so unsere Feste. Ne? Die werden jetzt auch so zum Dauerbrenner. Immer im Frühjahr und im Herbst. Frankfurt hat es dieses Jahr geschafft, wieder eine schöne Beschickung auf die Beine zu stellen. Es ist eigentlich, nein, es ist nicht durchschnittlich. Es ist schon ein bisschen über dem Durchschnitt, würde ich sagen. Weil es sind schon ein paar Sachen dabei, die ich echt lange nicht mehr gesehen habe. Für mich ein großes Highlight. Was für Sarah den Devil Rock ist, das ist für mich nämlich hier der Transformer. Und der ist wieder zurück. Ja, erster Platz nach 3 Jahren. Da werden wir auf jeden Fall eine Runde mitdrehen. Ich hoffe, dass ein paar Leute auf den Platz kommen, dass da heute Abend auch ein bisschen Stimmung an der Bude ist. Das wird dann richtig geil. Aber wir haben ja nicht nur den Transformer hier, sondern auch noch ein paar andere Fahrgeschäfte, die auf jeden Fall richtig viel Bock machen. Welche das sind, das zeigen wir euch jetzt und nehmen euch mit auf die Dippemess 2022, die für uns wahrscheinlich auch erst wieder gegen Abend so richtig startet. Wir werden jetzt hier nicht mit einer Runde Breakdance starten, wie wir es üblicherweise tun, sondern werden erstmal hier eine Runde Rock'n'Roller Coaster fahren. Ist gerade echt viel blauer Himmel, muss ich sagen, aber da hinten kommt auch echt viel dunkle Wolken. Ich hoffe so sehr, dass es heute Abend auch ein bisschen trocken bleibt, denn da hinten, da dreht er schon seine Runde, der Transformer, dass da heute Abend ein bisschen Stimmung wenigstens ist. Weil das Ding lebt halt wirklich von der Stimmung. Aber jetzt fahren wir hier Rock'n'Roller Coaster. 7 Euro kostet das Ganze, genauso viel wie die etwas kleine Variante gestern in Bonn. Ein großer Schwarzkopf Wildcat, einer der größten, die wir aktuell noch aktiv reisend in Deutschland haben. Der Olympia Looping, das ist ja leider nicht mehr so viel unterwegs, aber ist wie es ist. Na gut, dann werden wir jetzt mal eine Runde fahren. Ja, voll schöne Fahrschips, die Bahn. Ich guck so, ich sag die ganze Stammbeschicker auch, die wirklich Jahr für Jahr ihre Plätze halten. Ganz, ganz viele Reihengeschäfte, die Scooter sind beide Stamm. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, Schramm mit dem Super Schunkler ist jetzt noch kein Stamm. Hier stand früher immer ein anderer Hopster. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Der war früher auf jeden Fall immer da. Jetzt auch auf welches Tag dieses Jahr schon der Super Schunkler. Das ist so geil, wie der da rumeiert, ne? Ja, voll das Ei. Wie beim Hip-Hop-Jumper. Ja, das auch. Das ist gar nicht kreisrund, sondern richtig eirig. Ja. Ich meine, theoretisch müsste die Fahrt ja dann an den Eingängen krasser sein, weil du ja dann höher geschossen wirst. Ja, witzig. Aber 5 Euro? Ich habe mich gestern bei 4,50 in Bonn schon ein bisschen aufgeregt beim Disco-Fieber. Aber 5 Euro ist schon mal ein harter Tobak, finde ich. Ja. Wie war denn die Achterbahnfahrt gerade? Hat Spaß gemacht. Ich fand die auch drei gut. Drei richtig coole Abfahrten, die richtig auch Geschwindigkeit aufnehmen. Ich bei der ersten Abfahrt, also nicht bei der ersten nach dem Lift, sondern diese erste große. Da hatte ich irgendwie voll das Bauchkribbeln, weil ich überhaupt nicht drauf geachtet habe. Ich habe so über den Platz geguckt, auf einmal ging es runter. Ich so, oh. Sarah sagte, was ich auch zustimmen würde,
Ihr seht ja, die Schienen, die haben so einen Orangeton, der aber auch schon sehr ausgeblichen ist. Wenn die Schienen knallrot wären, das wäre so geil. Das wäre richtig geil aus. Wer auch so denkt, einmal in die Kommis, ne? Und dann starten wir eine Petition, dass Vorlauf die Schienen rot macht. Ey, das wäre so. Heutzutage wird für alles Petitionen gemacht. Ja. Wir haben hier aber noch eine weitere Achterbahn. Sind wir in Bad Kreuznach jetzt gefahren, da haben wir ja gar keinen Block gemacht. Da fehlte Sarah nämlich noch der Count. Gold Rusher. Super cool, wie die mittlerweile thematisiert ist. Bad Kreuznach war es doch viel cooler. Da war davor noch eine riesen Wiese. Die haben die voll ausgenutzt und das überall thematisiert. Das ist ganz cool. Dürfte aber, also ist eine SBF-Visa-Bahn, aber ich glaube, es ist so das kleinste Modell, was es davon gibt, weil die haben einen Teil vom Bahnhof noch in der letzten Kurve drin. Das fand ich da auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber der letzte Wagen steht später da in der Kurve noch. War super cool, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Die geben sich echt Mühe mit der Bahn. Bevor wir uns später den Transformer mal genauer angucken, kommen wir vorher zu einem anderen Highlight für mich. Denn es gab eine Zeit lang, da habe ich diese Attraktion wirklich auf zahlreichen Plätzen gesehen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich würde auch fast sagen, war es in Lettmarte damals? Das ist ja schon gute 4 Jahre fast her, oder? Was, 2019, 18, 3 oder 4 Jahre, als wir den Eclipse zum letzten Mal gesehen haben. War auch längere Zeit mal irgendwie weg. Ich glaube, da wurde auch irgendwie technisch ein bisschen was gemacht. Ist aber jetzt auch ein paar Plätze schon wieder unterwegs gewesen. Ist ein Mondial Capriolo. Gibt's in Deutschland gar nicht mehr. Kaiser hatte ja einen, den haben sie verkauft. Und es gibt noch den Furioso, der No Limit von Van Regen, der die letzten Jahre immer hier schon, der ist ein bisschen kleiner. Eclipse. 48 hatte ich richtig in Erinnerung, ne? 48 Meter oder 46, nee, 48 glaube ich. Damit das höchste Geschäft hier auf dem Platz dieses Jahr. Und nicht wie so ein klassischer Propeller, wie ihr es vom Jekyll und Hyde oder Apollo 13 oder sonst was kennt, auch wenn die Thematisierung ein bisschen ähnlich ist. Hat das Ding nämlich nur eine Gondel und das macht die Fahrt viel, viel heftiger. Ich würde sagen, Eclipse gehört zu einem der heftigsten Fahrgeschäfte, die es so gibt. Gerade diese, ja, Mondial Furioso Capriolo. Weil die Gondel da extrem Belastung ausgelegt ist. Und ja, man kann sich hier in Frankfurt noch mit einem anderen Propeller ein bisschen einstellen. Denn Ordelmann steht mit der Kiste auch wieder hier. Da kann man ja mal anfangen, wenn man nicht direkt so hart starten will. Fahren wir sicher später auch noch. Aber jetzt geht es erstmal Eclipse fahren. Ich bin mal gespannt, was der kostet. Ich schätze fast mit 8 Euro oder so. 8 oder 9 Euro. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Kostet 8 Euro. Alles wird teurer. Also bei anderen Propellern würde ich nicht einsteigen, aber bei dem habe ich jetzt mal Bock. Hier ist übrigens wieder die Rutsche mit ohne Dach. Er hat aber auch sehr coole neue Beleuchtung bekommen. Also hier die 4 Sterne. 5 Sterne sind sogar. Und er hat unten an den Gittern hat er so LED-Stripes. Das sieht auch ganz cool aus. Stelle ich mir abends echt cool vor. Und er hat tatsächlich noch seine Jingles von damals. Kenne ich noch von vor 15 Jahren oder so, wo er unter Van der Horn in Lüdenscheid stand. Da hat er schon diese Jingles benutzt. Ist niederländisches Fahrgeschäft, genauso wie der andere Propeller hier. Genauso wie all die anderen Propeller, die die letzten Jahre hier in die Frankfurter Kirmes beschickt haben. Ja, das stimmt. Und ja, dann fahren wir mal runter. Ja, gute 4,5 Minuten. Vorhin ist das Ding 6-mal über Kopf durch den Bahnhof. Wir haben es jetzt bei einem Mal belassen, aber Sarah hat trotzdem schon Sterne gesehen. Gott sei Dank auch rückwärts. Vorwärts ist noch schlimmer. Ja.
Aber wir haben es auch geschafft, danach so einen richtigen Loop reinzukommen, wo wir dann oben wirklich rumgefahren, die Gondel so sich dann noch ausgedreht hat. Finde ich cool. Hast du Sonnenfinsternis gehabt? Nee, Sterne gesehen. Ist ja quasi das gleiche. Ich kann den ganzen Tag Devil Rock fahren, ne? Aber dieses Ding ist ja wirklich brutal. Guck mal, Planwagensimulator. Gibt's einfach ein Pferd mit Planwagen dran. Ja, geil. Mega. Und hier gibt's Pizza. Und Pasta. Ach so. Was? Pasta? Da luch ich doch gleich mal rein. Ob es da wirklich Pasta gibt. Da ist der Moritz direkt am Stissel. Sieht aber für mich nur nach Pizza aus. Schade. Aber ich finde so den Scooter hier hinzustellen nicht so schön. Also wir kommen gleich nochmal zu so einer Reihe, wo nur Rundfahrgeschäfte stehen. Eins davon hätte ich hier hingestellt. Und um genau zu sein, die Polyp. Wir hatten die letzten Jahre immer hier rechts eine Geisterbahn stehen, glaube ich, oder? Kannst du dich noch an andere Dinge erinnern? Deswegen bin ich umso glücklicher, dass jetzt Propeller wieder hier steht. Wieso mal wieder? Also, was heißt mal wieder? XXL Exclusive stand damals zum Beispiel bei seiner Premiere, glaube ich, hier. Ich finde es ganz cool, dass da solche Fallschirme stehen. Wir können nämlich gleich, obwohl ich weiß gar nicht mehr, was es geht, früher gab es diese Löwenlounge noch nicht. Dann konnte man hier richtig geile Bilder von den Geschäften machen, die hier stehen. Genau, da kannst du dich oben auf die Brücke auf die Treppe stellen und dann kannst du hier das Ding ganz gut fotografieren. Das haben wir damals mit der XXL immer gemacht. Ich finde den Stammplatz eigentlich ganz cool. Finde es aber sehr schade, dass der Propeller nicht mehr voll aufgebaut wird. Die Rückwand, nicht mal hier in Frankfurt. Und was mir auf jeden Fall auch fehlt, sind die großen Holzmasten, die hier vorne standen. Die haben so ein bisschen Licht ins Geschäft auch abends gebracht. Sehr schade, irgendwie auch in Lüdenscheid bei uns auch schon so. War quasi der gleiche Aufbau. Aber dennoch werden wir da jetzt einsteigen, bevor es auf jeden Fall auch gleich regnet, denn es sieht sehr stark danach aus. Dann haben wir direkt zwei Propeller hintereinander weggedüdelt. Ist auch sehr modern geworden, zwei Propeller auf einem Platz. Andere schaffen es nicht mal einen auf den Platz zu kriegen. Frankfurt schafft immer zwei. Ja. Wobei der hier ja ein bisschen anders gemacht ist als... Ich finde es auch immer noch was anderes, wenn ich jetzt auch das hier, ist jetzt gar kein klassischer Propeller von beiden. Das ist ja wirklich einmal ein Capriolo und einmal ja, diese Inversion. Propeller wirklich im klassischen Sinne ist für mich irgendwie so ein Doppelter mit zwei Gondeln, Jackel, so ein Speed, so ein Fabri-Ding. Deswegen, ich finde es, wenn jetzt ein Capriolo und ein normaler Propeller stehen oder der Propeller hier und ein normaler Propeller, finde ich völlig in Ordnung eigentlich. Das ist für mich eigentlich ein ganz anderes Fahrgeschäft. Ja, deswegen, das ist schon in Ordnung und ja, jetzt geht das hier rund, ne? Für den Preis von 7 Euro zu kurz. Das waren gerade mal 2,5 Minuten Fahrt und auch sehr sanft und langweilig. Ja, normal hat er sein Automatikprogramm oder seine Automatikprogramme. Hat dann ein so ein längeres, dass er immer Standard fährt. Ja. Wenn es voll ist, dann bleibt es dabei. Und normalerweise wird dann noch ein kürzeres hinten dran gehangen. Das ist jetzt weggefallen. Also war jetzt quasi die Fahrt, wie wenn es voll ist. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, eigentlich mag ich den Fahrgeschäftstyp sehr gerne, aber weiß ich nicht. Dadurch, dass auch Automatik gefahren wird, ist es halt so, da dieses Gondelbremse, was die halt immer cool macht, diese Dinger, weil du mit Gondelbremse über Kopf und durch kannst, weil die sind halt nicht so krass schnell wie so ein Mondial Capriolo drüben. Die ballern nicht mit der Geschwindigkeit durch den Bahnhof. Das macht der halt automatisch. So, und da kann der Rekommandeur nicht gucken, ob jetzt wirklich alle Gondeln so stehen, dass man über Kopf unten durchfährt. Wenn du Pech hast, fährst du normal unten durch oder auf dem Rücken liegen oder auf dem Bauch liegen. Und das ist dann halt so der beste Moment, der dann halt auch schon irgendwie wegfällt. Das ist sehr schade. Aber das Geschäft kann eigentlich mehr als das, was wir jetzt hatten. Oder? Ja, deutlich mehr. Also ich hatte auch schon viel bessere Fahrten beim Propeller. Sehr schade jetzt drum. Also die bessere Experience hatte ich tatsächlich jetzt bei Eclipse, fand ich. Probiert es einfach mal aus. Guckt euch das an. Fangt vielleicht mit dem Propeller an, wenn ihr vorbeikommt. Fahrt dann Eclipse. Ja. Dann habt ihr es von der Intensität ein bisschen gesteigert. Denn den hier, den haltet dann, denke ich, deutlich besser aus als diese Schleuder da hinten, die blaue. Hier haben wir so einen coolen Bauzaun. Da steht, mit was für Achterbahnen die so gereist sind. Ja, wir hatten wohl erstmal hier so eine Pinfari-Bahn.
Sieht sehr interessant aus. Total steil irgendwie. Und mit der kurzen Front auch teilweise aufgebaut. Kenne ich so gar nicht. Dann ging Katze und Maus an den Start. Kennt man heute bei Klünder noch als X-Racer. Fand ich als Katze und Maus wirklich extrem schön. Ich habe keine Ahnung, warum man das Ding umgeschaltet hat. Ehrlich nicht. Auch hier mit der Kuh. Der Mund war richtig schön mit dreidimensional. Hat einen schönen Schriftzug gehabt. Die war richtig gut, auch mit den Figuren vorne dran und so. Hatten wir auch bei Lüdenscheid stehen. Super coole Bahn. Und jetzt so eine graue X-Racer. Überhaupt nicht schön, Kiste. Schade drum, aber es war eine echt schöne Bahn. Und heute sieht man ja hier der Rock'n'Roller Coaster, wie er jetzt hier steht. Die etwas kleinere Schwesteranlage aus dem Schwabenpark, der Alpencoaster. Und gar nicht zu vergessen, wir sind ja in Berlin noch gefahren, High Explosive, definitiv die coolste Anlage, die Zira Flitzer. Ist zwar die kleinste von allen, aber super cool thematisiert. Allein der Bahnhof, ein richtig fester Bahnhof aus Holz. Da könnte man glatt das Grand Tiroler Dorf nebenstellen. Das sind so die Sachen, die jetzt noch machen. Aber auch die hier finde ich richtig cool. Ja, auch der Alpencoaster sieht gut aus. Dafür, dass man den echt aus dem Park geholt hat, so richtig abgerannt. Man kann da echt nur sagen, Alter, mit drei Achterbahnen noch unterwegs, nicht schlecht. Jetzt auch gleich, so Pumpregen. Ja. Ja, jetzt sind wir hier beim Imbiss-Spezialitäten gelandet. Das ist auch ein sehr einfallsreicher Name auf jeden Fall. Keine Ahnung, wer dieses Ding betreibt. Nierenspieße sind hier auf jeden Fall am Start. Ich denke, dem wird Sarah sich jetzt auch gönnen. Auf jeden Fall. Danach noch so ein Ochsenbraten. Wir haben jedenfalls alles. Und wenn man viel hat, dann habe ich immer das Gefühl, die haben sogar Fischbrötchen und riesen Paprikawurst, lange grobe Bratwurst, Nierenspieß, Rindswurst, Bratwurst, Leberkäsebrötchen, Krakauer Schnitzel, Hawaii-Burger, Pizza, Fleischkäse, noch mehr Leberkäse, Jägerschnitzel, Zwiebelschnitzel, Hähnchenbrustfilet im Brötchen, Steak Hawaii, Chicken Burger, Wedges, Chicken Wings, Chicken Picks. Ich könnte jetzt noch Stunden so weiterreden, aber ich lasse es mal. Achso, ich habe übrigens eine Mütze auf. Hier sind Schwarzarbeiter gesucht, da steht es sogar. Also, bewerbt euch. 0815-4711. Das heißt 0815-4711. Du machst doch immer die Nummern so. Nein. Alter, das ist aber mal fair. Fünfer nur für ein Riesenrad. Und Kinder drei. Das ist eines der glücklichsten Riesenräder ever. Wir haben übrigens jetzt so eine gute Stunde verplempert unter einem Biergarten, weil es angefangen hat zu rainen. Es regnet immer noch, aber nicht mehr so stark. Da war gerade richtig Weltuntergang. Hier ist der Disco Express von Roy übrigens. Der hat keine Tunnelwand. Der hat oben ein bisschen Wand, dann darunter so ein bisschen Plane. Aber man sieht das ganze Geschäft. Ganz witzig. Wir machen jetzt hier diese neue Attraktion, das Original. Lokma Lokma. Irgendwas Griechisches. Ich meine, das gibt es bei uns beim Griechen als Dessert. Ja, klassisch ist mit Honig, Sesam und Zimt. Hört sich sehr griechisch an. Und sehr süß. Wir werden das jetzt mal probieren, weil wir haben das als Dessert noch nicht gegessen. Wir wollten, danach waren wir aber schon voll nach unserem Gyros-Teller. Ja. Es gibt es alles hier. Ja, such dir mal eins aus. Ich würde jetzt Klassik nehmen, aber du magst kein Zimt, ne? Ich mag schon Zimt, aber es ist ein bisschen lame. Dann such dir was anderes aus. Einhornpups. Wir haben das gekauft. Da ja. Mit Honig und Sesam und Zimtzucker und jetzt also ess das. 8 so. Stück für eine kleine Portion finde ich in Ordnung. Ist gut. Es riecht auf jeden Fall übelst nach Honig. Der Honig ist auch sehr flüssig. Ja, es riecht nach Honig. Thank you. Es schmeckt wie Teig mit Honig. Und was ist das? Teig mit Honig. Ja. Ich muss gerade Honig sammeln. Es saugt sich voll. Also vom Zimt schmeckt man gar nichts. Schmeckt wie Teig mit Honig. Kennt ihr, wenn ihr diese frisch gemachten Donuts im Phantasialand kennt, diese Mini-Donuts, die schmecken auch so fettig. Und da ein bisschen Honig drüber, das so schmecken die ungefähr. Haben wir das auch mal hier probiert. Und hier ist übrigens Ramons Bar.
Die wird auch immer kleiner von Dippemess zu Dippemess. Ja. Hier um die Ecke steht übrigens wieder Transformer. Einer der wenigen Geschäfte, glaube ich, die aktuell recht voll fahren. Der ist sogar voll. Leute, bitte schreit für mich! Ja, da sind wir nur am Transformer. Der ist wieder zurück nach 3 Jahren. 2019 auf der Allerheiligen Kirmes in Soest hat er das letzte Mal gespielt. Und jetzt hier in Frankfurt auf der Herbstdippemess 2022 wieder zurück. Es wurde einiges gemacht, also das ganze Fahrgeschäft wurde mechanisch, also quasi da, wo sich vieles bewegt und so weiter, das, was man von außen ja nicht sieht, komplett überholt, komplett auseinandergebaut, wieder zusammengebaut und ist jetzt ja, technisch gesehen, glaube ich, auf einem Stand, ein neuer Kanzelkarussell gar nicht mehr bauen. Optisch gesehen hat sich nicht viel verändert, auch von der Beleuchtung, das ist alles nur dasselbe. Das soll aber wohl auch noch angegriffen werden zukünftig, dass das auch mal wieder ein bisschen fresh erstrahlt. Jetzt wird erstmal Frankfurt, glaube ich, gehalten. Nach Stuttgart geht es auf jeden Fall dann auch noch. Und den letzten Platz, den verrate ich jetzt mal noch nicht. Das wird früher oder später noch bekannt geben. Ich weiß nicht, inwiefern das schon an die Öffentlichkeit gehen soll. Transformer wird gut angenommen. Der fährt hier wirklich Fahrt für Fahrt scheinbar voll. Ja. Die Frau Schmidt heizt dem Ding endlich wieder ein. Ja. 8 Minuten gehen hier fast die Fahrten. Also sie sagen zweimal 6 Minuten, weil das Hoch- und Runterfahren nicht mitzählt bei denen, glaube ich. Aber Transformer, wer es nicht kennt und in den letzten 3 Jahren ja so dazugestoßen ist, ist, glaube ich, showtechnisch so das Krasseste, was es gibt. Ihr kennt vielleicht den Predator, ist vom Fahrgeschäft Art das Gleiche. War auch mal, Schmidt-Geschäft, also es gab mal 2 Transformer. Der hier ist jetzt quasi das Original, wurde damals auch nochmal einmal aufwendig umgestaltet, der sah mal ganz anders aus früher. Naja, hat jetzt halt diesen Look, bewegt sich halt wie so ein Transformer, stellt sich auf, richtet sich auf, dadurch kommt halt auch der Name so ein bisschen. Und während das Ganze hochfährt, wird halt mit Nebel da alles eingenebelt. Es gibt so ein fettes Show-Intro beim Hochfahren, also nicht nur eins, es ist immer verschieden gemacht. Und die Firma Schmidt war halt eigentlich einer so der ersten Firmen, die diese Showfahrten halt gemacht hat. Schon vor Jahren, wirklich, als das Ding quasi gebaut wurde. Es gibt halt immer so 3 Sequenzen, sag ich mal, während der Fahrt. Das ist einmal das Hochfahren, das große Intro, dann halt die Fahrt selbst, wo ordentliche basslastige Mucke gespielt wird. Und beim Landen, das hört ihr gerade im Hintergrund, so eine ruhige Musik. Und ist halt echt cool gemacht. Wir werden da jetzt auch nochmal einsteigen, eine Runde bei der Frau Schmidt genießen. Und wenn es jetzt so bleibt und es halbwegs trocken bleibt, hoffentlich dann auch später noch einmal im Dunkeln, hoffentlich dann auch mit guter Fülle, das ist ja auch ein bisschen mit Nebel und sowas. Da ist dann halt immer noch am geilsten. Liegt an eurer guten Laute. Das heißt, Mitmachkarussell. Ihr müsst schreien und dann wird auch länger gefahren.
keine Stimme mehr. Von Schramm standesgemäß in Frankfurt mit dabei. Hier in der Reihe sind wirklich sämtliche Rundfahrgeschäfte aufgereiht. Stimmungstände, Transformer in der Ecke, der Breakdance hier an der Seite. Und wenn wir noch einen weiter schauen, da drüben noch der Polyp, den ich vorhin ja schon angesprochen habe. Und der Mittelgang ist ja, mit Hip-Hop-Fly und den Superschunkler besetzt. Hip-Hop-Fly gehört ja auch mittlerweile einfach dazu hier. So, Breakdance. So schlimm mit dem Regen, oder? Die Breakdance-Fahrt. Ja, jedenfalls guckt mal bitte in den Scooter rein, was da an Menschenmassen drin sind, Alter. Ist ja unfassbar. Da müssen wir auch mal reingucken. Gut. Autoscooter 1 war voll. Ja. Autoscooter 2. Ein Auto. Wir sind in gerade 5 Minuten von da nach da gegangen. Also, ne? Ich will nicht nochmal sagen, dass der hier ein bisschen komisch steht. Also Eclipse ist ja komplett schlicht gestaltet. Das Ding ist einfach blau,
pink, lila, weiß, so ein bisschen gemischt in diesem Stil. Guckt euch diese riesige Rückwand an. Also das ist ja wirklich ein Gerät. Das ist ja, das hast du ja noch nicht gesehen. Das ist ja gigantisch. Die wird auch so 8-mal zusammengefaltet, wenn das Ring transportiert wird. Aber ich finde auch die neue LED-Beleuchtung eigentlich ganz nett. Ich meine, das Ding ist halt komplett schlicht. Das ist jetzt kein Glanzstück der Thematisierung. Aber sieht ganz nett aus. Auch, wie gesagt, diese Stripes an den Gondeln, die finde ich ganz cool. Es sieht irgendwie komisch aus, die Beleuchtung hier unten an dem Mast, genau, das Wort fehlte mir. Die geht halt nur bis zu dem Schild, logischerweise, weil dann ist kein Platz mehr da, aber es sieht halt irgendwie komisch aus. Ich hätte vielleicht den Arm selber beleuchtet oder so. Ja, der von Kaiser hatte ja so Zacken da drauf, so Pfeile irgendwie. Er sieht auf jeden Fall sauber und gepflegt aus, auf jeden Fall. Mich hat das Ding heute tatsächlich überzeugt. Ich hätte sogar ein paar mehr Überkopffahrten durch den Bahnhof haben können. Sarah nicht. Nee, muss nicht sein. Und das, obwohl du dieser Devilrock-Freak bist. Und eigentlich, also ich finde Devilrock schon deutlich härter, als hier einmal über Kopf durch den Bahnhof zu ballern. Eigentlich nicht. Das ist schon, also, geht dann voll auf den Kopf. Jeder wie er mag. Aber das Geilste ist natürlich auch dieser Propeller mit diesem Zaun. Wenn du hier Anwohner bist, denkst du auch jederzeit neben deinem Haus stützt zum Flugzeug ab, ey. Aber ich mag das. Beim Low Limit steht es auch fett dran, weil viele haben immer früher gedacht, boah, der Propeller, das wird doch nicht angetrieben und sowas. Blödsinn. Das Ding, ja, es dreht sich immer in die richtige Richtung. Also es wird sicherlich auch ein ganz kleines, ganz, ganz, ganz mini kleines bisschen bringen. Aber der Hauptantrieb sitzt immer noch da oben drin. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass die Kiste jetzt sich hier so dreht. Propeller nur für Show. Genau, bei No Limit steht es nämlich auch fett dran, Propeller nur für Show. Und spätestens, wenn ihr dann am Gladiator landet und da die Propeller seht, merkt ihr, dass das Ganze keinen Sinn macht, weil da drehen sich die Gondeln auch noch. Ja. Gut, ich habe einen WC gesucht, gefunden habe ich es noch nicht, aber da steht ein Schild. Ich werde, glaube ich, gleich fündig werden. In diese Richtung soll man gehen. Eine Attraktion fehlt jetzt noch, die müssen wir auf jeden Fall noch fahren, bevor wir letztes Mal zum Transformer gehen und den im Dunkeln ein wenig trocken. Es ist jetzt relativ trocken wieder. Und hier steht noch der Polen von Dresden. Nicht so stimmungsvoll wie sonst gerade. Nee, hier ist nicht. Auch leider nichts los. Er ist unter den dreien, die hier in einer Reihe stehen. Transformer, Breakdance und Polyp. Jedenfalls der Verlierer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es an so einem Sonntag ist, wo die Familien dann alle hier sind. Ist bestimmt cooler. Aber ja, mit der Musik ziehst du auch keine Leute mehr hin. Die Gänge werden tatsächlich gerade ein bisschen voller, jetzt wo es aufgehört hat zu regnen. Wir haben gerade gesehen, hinten an der U-Bahn-Station kamen echt viele Leute runter. Es ist natürlich jetzt nicht rappelvoll, kein Vergleich zu dieser Herbstausgabe vor einem oder zwei Jahren. Letztes Jahr. Letztes Jahr war das. Da war ja hier die Hölle los. Aber ja, Transformer Breakdance waren voll, ne? Ja, also Transformer würde ich hier sogar als den Gewinner bezeichnen. Ja. Wenig Partypolio. Also 30 Sekunden Partypolio. Ja. Also weiß ich, erstmal haben wir ja gut,
10 Minuten mindestens im Pool gesessen, bis er überhaupt losfuhr. Obwohl er schon voll war. Und obwohl er schon wirklich, er war komplett voll. Und dann sind wir halt da ein bisschen rumgedüdelt und am Ende dann war da auch mal ein bisschen Reko noch, aber normalerweise ist der mal richtig der Abriss gewesen und das war jetzt auf jeden Fall nicht so toll. Nee. Vor allem gerade jetzt, wo der Platz voll wird, ihr seht das, der Breaker wird komplett eingerannt. Dann sind wir eigentlich besseres vom Er Pool müsste jetzt Pool, eigentlich ja. Vollgas geben, damit die Leute einsteigen. Die Leute sehen, Alter, da geht auch die Party. Wir gehen jetzt nochmal zum Transformer, werden da noch ein Ründchen drehen und dann denke ich, sind wir aber auch durch hier, ne? Ja. Ja, dann hoffen wir auf gute Stimmung da, dass das Ding auch noch rappelvoll ist. Und dann gibt es zum Abschluss da jetzt nochmal eine Runde mit unserem Hauptbesuchsgrund hier in Frankfurt. Ja, ich denke mal, der wird auch voll sein. Ja, glaube ich auch. Der Dippemess in Frankfurt. Es ist echt noch gut was los jetzt mittlerweile. Also wenn du teilweise drüben in den Mittelgang guckst, also da ist ja richtig was los. Da hält sich, natürlich auch die ganze Jugend auch auf zwischen Autoscooter, Breakdance, Hip-Hop-Fly und Schunkler. Eine Sache wollte ich euch zeigen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Seht mal, der Chromo-Chief-Bau, der hat seine Thematisierung erweitert. Da, alles Baustelle. Alles Baustellen-Thematisierung. Passt halt mega gut. Hintergrund die Baukräne, die da gerade ja, für diesen neuen Hausbau da stehen und dann hast du jetzt hier noch Chrom- und Schiefbau davor stehen. Irgendwie passen. Das Gormanns Riesenrad hatten wir schon erwähnt, sehr faire Preise tatsächlich. Und hier auf dem Eck fahren wir jetzt nicht. Ist auch der Schriftzug aus, warum auch immer. Ich finde den voll schön, den Schriftzug. Disco Express, hier vorne diese Leiste. Kannst du abmontieren, den Schriftzug mal wieder anmachen und dann passt es wieder. Damit verabschieden wir uns hier aus Frankfurt. Ach ja. Sollen wir die Leute noch eben mitnehmen? Ja, das ist ja noch Zeit. Ja, Eisalo hat bei uns 1000 Punkte gepacht, also Monika Eisalo natürlich. Ja. Denn die hat uns damals irgendwie mal rangeholt und seitdem haben wir das Zeug da probiert. Und dann hat sie uns eine kleine Tüte Schokopopcorn zum Probieren geschenkt und seitdem kaufen wir das immer. Und das ist auch mal ein Reihengeschäft, was man hervorheben kann, weil die liebt ihren Laden wirklich. Ja, und die hat auch Instagram und alles, da ist die voll on fire immer. Ja, und die macht dann Tag irgendwie 20 Stories, wie sie da Mandeln und Popcorn zubereitet. Ja. Voll geil. Richtig cool. Und die stehen hier direkt am Eingang, beziehungsweise Ausgang. Die wechseln immer ihren Standplatz. Und ja, also dieses Jahr hier in der Herbst-Dippemess, ne? Und da gönnen wir uns mal noch so eine Packung Schokopopcorn. Mhm. Was hast du denn da Leckeres? Giorgio-Mandeln. Wir haben auch gerade Raffaello-Mandeln zum Probieren gekommen. Also wenn ihr mal probieren wollt, einfach hingehen und fragen, dann geben die euch das. Ja, cool. Ja, und das heiß begehrte Schoko-Popcorn. Das ist richtig lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja, damit schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wir werden wahrscheinlich nicht allzu lange auf uns warten lassen. Irgendwie hat Frankfurt immer so eine Überraschung gehabt. Jetzt war halt Transformer der ausschlaggebende Punkt. Ohne den wären wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt hier vorbeigekommen. Nee. Aber der hat ja gut abgerissen hier. Hat sich gelohnt. Dreimal gefahren. Schaut euch für den Transformer das Offride von Sarah an. Ich finde, es ist so eine geile Fahrt gewesen. Damit war es das von hier aus Frankfurt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bye bye. Tschüss.